Wir machen natürlich fleißig weiter. Und ich hatte ja, glaube ich, sowas versprochen, wie dass wir der Taschenlampe auch mal eine andere Farbe geben. Mal schauen, ob wir das in diesem Video schon hinkriegen. Also, ich habe Xcode neu gestartet. Es kommt das Welcome to Xcode-Fenster und wie ich versprochen hatte, hier drüben dann auch die einzelnen Projekte, die wir gemacht haben. Und dann klicken wir doch hier doppelt auf die Taschenlampe drauf und sind gleich drin. Ja, also die Tools und Assistenten auf der rechten Seite und die Navigatoren hatten wir uns schon mal ganz grob, ich gebe es ja zu, ganz grob angeschaut. Und jetzt wollen wir hier ein bisschen weiter ins Detail gehen. Das Wichtigste für uns im Project Navigator ist jetzt hier ganz oben unser blauer Eintrag auf der Taschenlampe einmal selber. Denn hier sehen wir nun Einstellungen zu unserem Projekt, ja, die sogenannten General Settings, ja, also die generellen Einstellungen. Dazu kommen jetzt noch zwei Begriffe, die wir im Moment noch nicht so genau ja, detailliert darstellen müssen. Da werden wir uns aber auch später noch mit beschäftigen, denn zum einen gibt es das Projekt. Ja, und im Projekt haben wir Informationen und sogenannte Build-Settings. Ja, der Wahnsinn, oder? Und zum anderen gibt es sogenannte Targets, also tatsächlich das Ziel. Und dieses Target hier ist dann auch unsere App, die tatsächlich ausgeführt wird. Und ja, es kann zu einem Projekt mehrere Targets geben. Beispiel, unsere App hätte auch eine Apple Watch Unterstützung. Ja, dann wäre ein weiteres Target eben die Apple Watch App. Oder unsere App würde konfiguriert werden, dass sie in Deutschland sich anders verhält als wie in der Schweiz, beziehungsweise für die Schweiz. Jetzt gäbe es eine extra Version, dann könnte man das hier unter Targets auch ablegen mit den Spezifika eben für den dortigen Store. Also ja, ne, so Zeug halt. Eben mehrere Ziele aus dem einen Quelltext, aus dem einen Projekt, was wir hier gerade vor uns haben. Gut, General, ja, da sehen wir nochmal den Display Name. Das ist also das, was dann unter dem Icon auf dem iPhone, iPad eben auftauchen soll. Der Bundle Identifier hatten wir schon erklärt, wo der herkam. Im Moment ist es die Version 1.0 im ersten Bild. Ja, auch da werden wir uns nochmal im Detail mit auseinandersetzen. Hier das Code Signing. Leute, wie schön, dass wir da jetzt tief nicht rein müssen. Es funktioniert ja einfach, ne? Ist ja Xcode 9. Ihr habt ja den besten Zeitpunkt gewählt, um einzusteigen. Deployment-Info, ja, ab welchem Release soll denn eure App laufen? Soll noch iOS 8 unterstützt werden oder ist das jetzt nur was für iOS 11? Ist nicht so ganz ohne diese Einstellung, denn verschiedene Dinge funktionieren auf iOS 8 eben nicht, weil die erst mit iOS 9, 10 oder 11 eben kamen. Und dann muss man unter Umständen auf einige, ja, tolle Features verzichten. Nur mal hier so grob angesprochen, ne, was es alles so gibt. Devices, läuft eure App nur auf dem iPhone, nur auf dem iPad oder Universal? Das heißt, einmal gekauft aus dem Store fürs iPhone und ich kann sie auch auf dem iPad installieren und umgekehrt. Das ist natürlich das, was die Kunden lieben. Warum sollten sie zweimal bezahlen? Hier jetzt das Main Interface. Das Hauptinterface ist Haupt. Naja, hier kann ich also wählen, welches Storyboard denn standardmäßig zu meiner App dazugeladen wird. Ich hatte es ja schon mal gemacht, hier auf dieses Main Storyboard zu klicken, ja, und das ist tatsächlich auch unser Arbeitsbereich, wo wir gleich hineinschauen in unsere App. Also hier kann ich dieses Storyboard quasi wählen, was dann standardmäßig mit der App geladen wird. Die Device Orientations.
Warum nicht upside down auf dem iPhone, ja, sondern nur Portrait, sprich Homebutton unten, Homebutton links oder rechts, aber nicht der Homebutton oben. Das ist eine lustige Besonderheit. Ihr werdet viele Apps sehen, die auf dem iPhone zwar diese Rotation haben, also ich kann das Gerät rotieren, querlegen, hochkant, aber nicht mit dem Homebutton oben. Und das ist einfach deshalb, man könnte ja die App bedienen, auch wenn der Home-Button oben ist. Aber wenn ich dann einen Anruf kriege und nicht großartig drüber nachdenke, ja, dann spreche ich in den Lautsprecher und höre aus dem Mikrofon. Und genau das ist nicht sehr zweckmäßig, wenn man telefoniert. Klingt lustig, aber das ist tatsächlich der Grund, warum Apple zunächst mal sagt, also auf dem iPhone bitte nicht unbedingt unterstützen, dass der Home-Button auch oben am Gerät sein kann. Naja, der User wird schon merken, warum er nichts versteht und wird sein Gerät rumdrehen. Aber ich finde die Geschichte lustig. Und deshalb kurz dazu, was es mit diesen Orientations auf sich hat. Ja, die Statusbar oben, soll die hell sein oder Standard sein? Soll sie versteckt sein? Braucht die App den Fullscreen? Ja, das ist eher dann für Spiele interessant. Welche Icons haben wir? Werden irgendwelche Bibliotheken importiert? Ja, ich kann hier viel erzählen. Das Schöne ist, Leute, muss man im Moment sich noch gar nicht mit beschäftigen. Unsere App läuft ja auch so und viele Apps laufen auch so, ohne dass ich hier mich großartig im Detail drum kümmern muss. Interessanter sind dann schon diese Capabilities. Ja, soll unsere App Maps verwenden oder hat sie Background Modes? Also im Hintergrund kann was geladen werden beispielsweise und wenn das dann da ist, dann gibt's eine Notification und der User weiß, dass sein Video endlich da ist. Also diese Sachen. Haben wir dieses Interaudio, wird das unterstützt? Teilen wir geheime Informationen über diesen Keychain aus? Haben wir App-Gruppen? Haben wir Data Protection? HomeKit, HealthKit, Wireless Accessories? All diese Möglichkeiten, die man da bei der App schon mal ein- und ausschalten kann. Und das klingt hier so einfach und das ist es auch. Denn früher, wenn ich beispielsweise die App wollte, dass sie den Kartenservice unterstützt, dann waren da einige Einstellungen für nötig. Jetzt würde ich einfach hier den Schalter umlegen und die Settings, die Projekteinstellungen werden automatisch vorgenommen. Resource Tags. Ja, haben wir keine, braucht man nicht. Ich habe jetzt auch noch kein Projekt großartig gesehen, was da was hat. Nochmal komprimiert die Informationen. Ja, da wird's dann schon so ein bisschen technischer hier vom Aufbau. Die sogenannte Product P-List, eine Property List. Ja, werden wir uns auch noch mit beschäftigen. Absoluter Wahnsinn kann ich nur hier sagen, die Build Settings. Ja, Leute, jetzt geht's ab, oder? Was ihr alles wissen müsst, ist doch der Hammer. Okay, auch hier wieder Entwarnung. In den allerseltensten Fällen muss man hier bei den Build-Settings mal was machen. Gut, wenn das ein oder andere professionelle Produkt entsteht und da sind eben verschiedene Bibliotheken oder noch Compiler-Einstellungen für alten C++-Code nötig, dann kann man hier mal viel Zeit verbringen. Brauchen wir aber nicht. Und Leute, ich habe wirklich viele Kunden gesehen, die Apps gemacht haben, die erfolgreich im App Store verkauft wurden, ohne dass man mit den Build-Settings da herum experimentieren musste. Also auch hier bitte keine Panik. Ich zeig's halt nur. Es gehört halt zu Xcode und ihr sollt so ein bisschen ein Gefühl bekommen, was steckt denn da drin in meinem Arbeitsplatz und was haben wir für Möglichkeiten. Die verschiedenen Bildphasen, ja, was ist denn unser Target und welche Source-Files stehen da drin und wird das mit irgendeiner Bibliothek noch in Verbindung gesetzt und was wird alles später aufs iPhone, iPad beziehungsweise den Simulator kopiert? Das sind jetzt mal interessante Informationen. Werden wir auch gerade, wenn wir so über das Thema CocoaPods reden, nochmal im Detail etwas tiefer einsteigen, aber auch hier selten, dass da etwas gemacht werden muss. Genauso bei diesen Build-Rules, in welcher Reihenfolge wird was ausgeführt, damit sich unsere App denn
auch einmal tatsächlich baut und lauffähig daherkommt. Ja, kurze Videos hin oder her. Ich habe es ja nur schon länger versprochen. Wir wollen unserer Taschenlampe mal eine neue Farbe geben und dann packe ich das jetzt hier eben rein. Also, was haben wir gesehen? Wir haben gesehen unseren Project Navigator und hier die Einstellungen, die Project Settings. Wir haben über Projekt und Target gesprochen und dass man mehrere Targets machen kann und dass man eben auch Abhängigkeiten definieren kann, ab welchem iOS das läuft. Das soll jetzt mal hier so die wichtigste Zusammenfassung sein. Und wenn wir dann in ein Storyboard hineinklicken, hier in unser Main Storyboard, dann sehen wir hier schon in etwa so etwas wie unseren iPhone Screen, nennt sich dann View Controller. Und der View Controller hat scheinbar so etwas wie einen View, nicht nur scheinbar, sondern das ist tatsächlich etwas, was ich hier anklicken kann. Das ist der View. Und wenn ich diesen View angeklickt habe, ach so, nur für den Fall, dass ihr diese Outline-Darstellung nicht seht, hier unten ist so ein kleines Icon und da kann ich dann sagen, dass man das Document Outline sehen will oder nicht. Normalerweise ist das da, ja. Es könnte ja sein, dass ihr vorher schon mal rumgefummelt habt, dann wäre es weg. Also hier unten könnt ihr euch das wieder anzeigen. Und wenn ihr euch dann in diesem Document Outlet Bereich den View anklickt, dann wird er auch hier gleich mal hervorgehoben, dann könnten wir ja mal auf so einen Attributinspektor gehen und wir werden jetzt mal ein erstes Attribut ändern, nämlich die Hintergrundfarbe und dann klicke ich das hier an, nicht hier diesen File Up, File Down und wir gehen mal auf Other, dann kommen unsere Stifte und wie soll denn unsere Taschenlampe sein? Wie wär's mit so einem schönen Creme Orange? Ja, dann wählen wir doch mal diese Farbe aus. Und ja, der Abschluss soll dann sein von diesem Video, dass unsere Taschenlampe im Simulator auch im Orange daherkommt. So, jetzt könnt ihr kurz überlegen, wie startet man die App? Ja, wisst ihr es noch? Na klar, einfach Simulator auswählen und auf den Play-Button klicken und dann geht das auch schon los. Hier kommt dann unser Simulator irgendwann nach vorne. Da, ne, ich klicke jetzt mal drauf, dass ihr seht, was da passiert. Denn ja, jetzt wird quasi unser iPhone gestartet. Wunderbar, wir sehen einen sogenannten Loading Indicator. Und dann kommt unsere App. Und wenn sie denn richtig läuft, unsere App, dann wird sie auch orange. Also es hat einen Moment gedauert. Ah, ihr könnt euch vorstellen, da ist dem Dozenten mal wieder das Herz in die Hose gerutscht. Aber es dauert eben einen Moment, bis die App tatsächlich komplett gestartet wird. So, war dann eben mal ein längeres Video. Ja, ja, ich bemühe mich trotzdem, kurze Einheiten zu machen. Aber das mit der Farbe musste jetzt einfach mal sein.